Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Nochmal. Die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte dem marxistischen Nein! Oh. Ja, jetzt kommen meine hier Jump'n'Run-Skills zum Vorschein. Mit anderen Worten, ich habe keine Jump'n'Run-Skills. So, ist das ausreichend? Ui! Nein! Ich bin doch gesprungen! Arschlochspiel. Mann, oh, bin ich gerade schlecht. Sehen jetzt gerade Inkompetenz TV. Als Gast Mette. Alias Mettosch. Alias Mette Knight. So. Ah! Jawohl. Der Sprung in nichts und wieder nichts. Oh, suchst du gerade eine Little Sister, aber ich habe alle schon gefangen. Komm, gucken wir jetzt mal, was hier unten ist. Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Wird gemacht, Boss. Wieder so umgekippt ist einfach, ohne dass ich das schon geschlagen habe. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ja, der hat mich sogar gesehen. Die schießt auf mich sogar der Arsch. Weißt du was? Dieses Kamerading. Okay, hat nichts gebracht. Lauf dann weg. Er lädt gerade nach. Zeit, um ein Foto zu schießen. Sollte man vielleicht ganz nah an ihn rangehen, damit ich so ein A-Motiv bekomme. So. Hier ist auch dann wieder eine Kamera. Ich mal schön hacken, ne? Falls hier jemanden spawnt, ne? Och nö, nicht so ein Ding. Ah, super. Ja, also glaube ich so ein Teil gefunden, aber ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Weil das Ding. Ah! Oh. Nein, 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 nein. Nach unten, nach unten. So, dann das hier. Okay. Das. Dann das hier. Das hier. Und das hier. Zack! Meine Kamera! Gut, der Big Daddy wird auf jeden Fall von mir gleich auch wieder kontrolliert werden. Ich höre ihn die ganze Zeit. Mann, scheiße. Nehmen wir den Film mit. Okay, da komme ich mit dem Schockling rein. Ich glaube, es ist. Ich glaube, es wird gleich was passieren. Wo ich mich erschrecken werde. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, der ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Okay. Also gibt es zwei Protagonisten, die wohl gegeneinander antreten. Das ist einmal wohl Fontaine, einmal. Ne, drei sogar, ne? Fontaine, Atlas und Ryan. Ja, the more you know. The more you know. F-
Wahrscheinlich ein Gegner. Ich kann noch den Save. Hab ich mich kurz gerettet, ne? Jetzt kommt das nächste Problem. Nein, doch. Ah, was hast du hier schön zu mischen? Ah, geil. Ah, das ist ja, ich war's, glaube ich, hä? Haha! Ah, sehr schön. Noch einmal. Und, habe ich das? Jawohl. Hör wieder Schaden. Oh, das reicht. Boah, ich den Big Daddy dann eingreife, werde ich mal auch in den fotografieren. Weil ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Bevor ich ihn da unnötig angreife und der da mich da platt macht. Oh nö. Ah, raus mit euch hier. Okay, die kann ich nicht mehr fotografieren. So, ein paar Sekunden mehr erstmal die Big Daddy hier. Ja, wieder schauen. Oh, mach schon 10 Fotos, okay. Jetzt muss es aber B oder so geben, oder? Okay. Okay, ich glaube gleich muss man den Big Daddy hypnotisieren, ne? Ich bin tot! Ach komm, Alter! Boah, diese Gegner machen so viel Schaden, ey. Ja, komm. Willst du Ärger? Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Ich hab noch einen Euro bekommen. Komm, ich Daddy, kill ihn! Nice Job, Big Daddy. Darf ich hier durch? Der ist schon tot. Beruhig dich. Ja, danke für die Hilfe auf jeden Fall. 5 Cent einwerfen. Ah, für Muni. Und eine Toilettenspülung. Und dafür habe ich auch die 5 Credits gerne verbraucht. Und hier? Oh, Kontaktgranaten. Oh, da ist so viel. Aber ich habe leider das Ding nicht, ne? Noch was? Ne, nur das Kontaktding. So, wann ist denn. Wann geht das denn weg, die Hypno? Oh, jetzt, okay. Einmal hat er nichts für mich. Hier ist der Money. Und mal wieder, wollen wir wieder nicht nur Adam, sondern auch mal Medikit. Was ziemlich witzig ist, weil wenn ich es nicht brauche, ne, gibt es davon sehr viel, aber wenn ich das mal brauche, ne, gar nichts. Das ist der Sündelohn. So, wo ist er hin? Das Wasser der Flüsse wird zu Blut. Bringt dir noch was? Maschinenpistolenmuni, warum verwende ich das kaum? Wer ist da? Ladies and Gentlemen! Ja, Ladies and Gentlemen! Die Show must go on, ne? Hier Nitro Splicer. Nice! War knapp, ne?
Nice. Okay. Hatte ich gerade selber Schaden, ne? Wie er sich heilen will! Weg von der... Scheiße, das ist meine Heilung. Arschloch. So. Wie er die Heilung sich wegschnappen wollte. Ich kann kein Punkt mehr von ihm schießen. Dieses Stück Kote. Boah, der alte der Big Daddy. Okay, hier muss ich auf jeden Fall, glaube ich, hin, oder? Können wir trotzdem mal die Tür öffnen und mal schauen, was hier ist. Über mir? Ich muss mich umdrehen. Diese Musik, ne? Also das sagt mir doch definitiv, dass der Typ draußen wartet oder hier um die Ecke wieder ist, wenn ich rausgucke. Egal, safe. Hacken. Oh, ich hab einen Outtake gefunden. Fuck. Oh, das lief schnell runter. Noch einen geraden. Geraden sage ich. Doch, gerade Platte. Ionischer Schrot. Ich hab dich gehört! Auch nicht. Der ist hier doch bestimmt. Der wartet draußen, wetten. Ich lese die Tür öffnen, steht er da. Ich halte schon meine Kamera bereit. Da ist er doch. Jetzt schon kriecht er. Alter, wie das aussieht, ne? Böter Schaden. Oh, die Musik, ne? Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen drüber reden. Weil ich habe keine Ahnung, ob es Copyright-geschützte Musik ist. Alter, der hackt viel aus, ey. Oh, stirb. Arschloch, ey. Du kannst natürlich auch tote Gegner fotografieren und du hältst Forschungspunkte. Ja, versuch ich gerade. Das passiert nichts. Da passiert nichts. Ist Maschinenpistolen-Money? Okay. Oh! Da habe ich das gerade gesehen. Hier kann man rein, aber. Hier ist der Typ mit dem Code: 7, 5, 3. Aha! So. Oh. Mach das Geld auf. Oh nein, ich hab so ein heute Marsha gesehen. Ich hab so eine Vermutung. Wir haben heute unsere Marsha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Marsha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Marsha. Tja. I'm so sorry, würde ich mal sagen, ne? Haben sie tatsächlich Selbstmord begangen. Und genau das meine ich auch mit diesen Audiologs, ne? Die erzählen ihre eigene Geschichte. Und das ist eine dieser Geschichten, sonst hätte man niemals gewusst, was das für ein Paar ist. Aber tatsächlich ist es das Paar, was die Tochter die ganze Zeit vermisst hat. Bis dahin, die Tochter wurde ja weggenommen von Andrew Ryan, glaube ich. Und wurde zu einem Little Sister gemacht und ja, konnte den Anblick nicht ertragen, haben dann Selbstmord begangen. Oh, ja, tot. Oh! Ah, haha! Shorten Alarms! Verringert die Dauer von Kameraalarmen. Na komm, langweilig, meine Gehbank, das brauchen wir jetzt nicht. Aber.